Lieber Boris Palmer, dieses Video widme ich ausdrücklich Ihnen. Da mein Laptop nicht so gut ist, dass ich ohne weiteres mich selbst aufnehmen kann und den Bildschirm, sehen Sie es mir bitte nach, dass ich selbst nicht zu sehen bin, aber ich habe nichts zu verbergen. So, wir sind bei offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts im Covid-19-Dashboard. Wir sehen hier 249.985 Covid-19-Fälle seit, ich glaube, Ende Februar. Davon sind 9.325 Menschen an Covid-19 verstorben, wobei man sagen muss, und das weiß ich aus mehreren Presseanfragen an die Dresdner Stadtverwaltung, also an das Dresdner Gesundheitsamt, dass bis vor ein, zwei Wochen, da hatte ich zuletzt gefragt, also bei 10 Todesfällen in Dresden 2 Obduktionen gemacht wurden. Die eindeutige Todesursache wurde nicht bekannt gegeben auf meine Presseanfrage hin. Es wurde nur gesagt, dass 2 Obduktionen stattfanden bei 10 Toten in Dresden. Zurück zum zur Bundesebene. Das entspricht einer Quote von Verstorbenen an positiv Getesteten von 3,73%. Ja? 250.000 Getestete, 9.300 Tote, Quote 3,73%, kann sich jeder selber ausrechnen. Ich gehe nach Dresden, wo ich also mehrere Presseanfragen gestellt habe und wir sehen hier eine Zahl von 718 positiv Getesteten und 10 Todesfällen. Und das entspricht einer Quote von 1,39, also gerundet 1,4%, die also weit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt liegt und in dem Sinne nicht wirklich repräsentativ ist, aber in Dresden kenne ich mich einfach gut aus. So, ich habe irgendwann Anfang, Mitte März eine Tabelle erstellt mit den Fallzahlen in Dresden. Diese Tabelle werde ich natürlich verlinken unter dem Video. Und ich gehe mal ganz nach oben. Es hat also angefangen am 7.3., da hat Dresden die Corona-Statistik veröffentlicht, die ich mir also nahezu jeden Tag abgeschrieben habe. Die gelb hinterlegten Spalten sind also Originaldaten der Dresdner Stadtverwaltung. Die hat die Daten wiederum vom RKI. Hier oben ist meine Quelle, offiziell Stadtverwaltung Dresden. Grün hinterlegt habe ich hier die Quelle für die Kalenderwochen und die Tests. Ich habe mehrfach angefragt bei der Landeshauptstadt Dresden, ob die Landeshauptstadt im Besitz der Testzahlen, also der positiven wie negativen Ergebnisse ist. Und die Stadt Dresden hat mir mitgeteilt, dass sie diese Zahlen nicht haben. Diese werden also wohl nur bundesweit vom RKI erhoben. Ich habe diese Zahlen also vom RKI genommen, bundesweit, und habe sie hochgerechnet aufgrund der positiven Tests laut RKI. Zuletzt für die Kalenderwoche 35, die findet sich hier unten als Testzahlen RKI, darauf gehe ich gleich noch ein. Und orange Erläuterung zu den Zahlen, zum Beispiel Höchstwerte, besondere Ereignisse. Das passt leider nicht mehr ins Bild, aber ich zeige es Ihnen mal rechts. Ich habe also hier ergänzt, was ich für wichtig erachtet habe. Das ist also meine individuelle Einschätzung. So, wir sehen also hier rein rechnerisch die Testzahlen für Dresden. Es ging los mit 64, hat aber auch nur 2 Tage die Kalenderwoche in dem Fall. Es geht hoch auf 269, 1700, 2000. Das sind wie gesagt alles rechnerische Zahlen. So, wir gehen weiter runter, weiter runter, weiter runter bis zum Ende. Ich blätter mal ein bisschen schneller. So, wir sind also angelangt heute am 6.9. Bis heute wurden 718 Menschen in Dresden positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Davon wurden im Laufe der Zeit 77 in ein Krankenhaus eingewiesen mit weniger schweren oder sehr schweren Symptomen und insgesamt sind bis heute 10 Menschen in Klammern vermeintlich, Klammer zu, an Covid-19 verstorben. Sie sehen, wie gesagt, hier oben die Quelle und daraufhin habe ich eigene Berechnungen angestellt. Zum Beispiel, wie viele
neue positive Fälle es pro Tag gab. Das geht aus den Originaldaten nicht hervor. Das lässt sich aber ausrechnen, und zwar durch C167 minus C166. Wo sind wir? C. Das minus das ergibt also 4 neue Fälle. Das gleiche habe ich gemacht mit den neuen Einweisungen. Mit eingewiesen noch krank wird es etwas komplizierter, aber nicht unlösbar. Die neuen Toten habe ich also auch errechnet. Neu positiv minus neue eingewiesen ist auch eine rechnerische Größe, die aber wichtig ist. Und darauf basierend auf den ganzen Zwischenrechnungen komme ich also auf die aktuell noch positiv getesteten, wobei die Stadt Dresden davon ausgeht, dass jemand, der nicht ins Krankenhaus eingewiesen wurde, nach 14 Tagen gesundet ist und jemand, der eingewiesen wurde, nach 30 Tagen mehr oder minder automatisch gesundet ist, so er denn nicht verstorben ist. Und hier ganz rechts habe ich die Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Hier oben ist die Formel, ich bilde also eine Summe und teile sie dann durch die Einwohnerzahl Dresdens, 562.132, natürlich geteilt durch 100.000, damit es hier hinpasst. So, jetzt gehe ich zum 28. Mai. Dort, an diesem Datum, wurde in Dresden die sogenannte Corona-Ampel eingeführt. Hier, orange markiert. Diese Corona-Ampel wurde eingeführt bei einer Infektionsrate oder positiv getesteten Rate von 1,42 auf 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Diese Corona-Ampel, haben wir hier die Erläuterung, sie hat also mehrere Farben, ich gucke nochmal auf der anderen Seite, Stufe 1 bis zur Zahl 20, Stufe 2 zwischen 21 und 25 und so weiter und so fort. Wir haben uns genau einmal ganz kurz in Stufe 2 befunden. Zeige ich Ihnen auch. Und zwar hier. 35. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Infizierte pro 100.000 Einwohner. Nö, Stufe 3 haben wir uns kurzzeitig befunden. Genau. Und zwar am, gehe ich zurück, am 28. März war der Höchststand in dieser Kategorie erreicht und erst 2 Monate später wurde die sogenannte Corona-Ampel eingeführt. Am 28. Mai. Ich gehe also runter, Stufe 1 geht bis maximal 20 und dieser Wert wurde unterschritten am 17. April. Am 17. April wurde von Stufe 2 auf Stufe 1 zurückgestuft und da gab es diese Corona-Ampel nicht. Die wurde erst am 28. Mai eingeführt. Und jetzt blättere ich also nach unten. Dieser Wert pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen sank also kontinuierlich ab, ohne irgendwie mal groß zu zucken. Und ging runter bis auf 0. Mal gucken, wo es erscheint. 0. Hier. Hier war also am 18., 19., 6. der Wert auf 0 gefallen, blieb dann auch mehrere Tage bei 0, dann stieg er mal auf 0,36, dann war er wieder bei 0 und dann ging er wieder hoch, bewegte sich nach wie vor unter 1 und irgendwann ging er auch mal wieder über 1, das war dann hier mehr oder minder endgültig der Fall am 11.8. So, der Wert ist inzwischen bei 5,34 angekommen, das ist immer noch die unterste Stufe und ich habe mal die Zukunft extra oder in die Zukunft extrapoliert und habe also angenommen, das sind die roten Zahlen, dass der Wert, dass also jetzt jeden Tag 16 Neuinfektionen gemeldet wurden. Sie sehen hier die Zahl 6, 5, 2, 2, 2, 4, 7, 3 und so weiter. Das heißt, die Annahme, dass in den nächsten 7 Tagen jeweils 16 Menschen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden,
ist sehr hoch gegriffen und unter dieser Voraussetzung würde der Wert an die Zahl 20, was das Ende der ersten Stufe bedeutet, anstoßen. Bei 17 jeden Tag, 7 Tage lang, würde dieser Wert also überhaupt erst zu Stufe 2 führen. Was steht bei Stufe 2? Die sogenannte Phase des Wachstums. Bla 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 bla. In diesem Fall gilt es, eine unspezifische Weiterverbreitung von Neuinfektionen zu verhindern. Neben den schon bekannten Quarantänemaßnahmen und der Kontaktpersonenermittlung muss eine genaue Analyse stattfinden, in welchen Institutionen und Zusammenhängen häufige Ansteckungen stattgefunden haben. Auf dieser Grundlage werden gezielt Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet. Die Ampel ist hellgrün. Das ist Stufe 2 von insgesamt 5 Stufen. Stufe 5 wurde in Dresden nie erreicht, Stufe 4 wurde in Dresden auch nicht erreicht und Stufe 3 war an genau einem Tag mal erreicht und das war der 28. März. März, 2 Monate vor Einführung der Corona-Ampel. Hier ist die Pressemitteilung, 28.05. So, also, wir befinden uns nach wie vor in Stufe 1 und Stufe 2 wird nur erreicht, wenn in den nächsten 7 Tagen jeweils 17 Menschen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet werden. Ich sehe schon, das Video wird etwas länger. Mal gucken, ob sie es durchhalten. So, hier unten habe ich ausgerechnet, und es ist wirklich nur berechnet, hochgerechnet aufgrund den bundesweiten Testzahlen des RKI, weil es für Dresden keine Testzahlen gibt. Die hat man mir auf mehrfache Anfrage nicht liefern können oder wollen. Das bedeutet, dass bis zum heutigen Tag insgesamt 22.297 Tests in Dresden gemacht wurden. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischen dem 1. und 20. August 5.921 Tests am Flughafen Dresden gemacht wurden. Über diese genaueren Zahlen habe ich keine Hintergründe. Ich habe sie aus einem Artikel der Lokalpresse fischen müssen und man hat nie wieder was über Tests an Flughafen in Dresden gelesen. So, das hat unter der Annahme, dass die Zahlen, die ich errechnet habe, stimmen, zu Kosten von rund 1,1 Millionen Euro geführt. Und zwar multipliziert mit 59 Euro bis zum 1. Juli. Und ab dem 1. Juli können die Testlabore nur noch 39,40 Euro abrechnen mit den Krankenkassen oder wem auch immer. Es sind also durchaus Annahmen, die ich treffen musste und dessen bin ich mir vollkommen bewusst. So, hier unten habe ich eine kleine Zusammenfassung gemacht. Am 6. September sind also noch 50 Dresdner, und zwar rein rechnerisch, Corona-positiv, unter der Annahme, dass ein positiv Getesteter, der nicht eingewiesen wurde, nach 14 Tagen genesen ist und ein Mensch, der ins Krankenhaus eingewiesen wurde, erst nach 30 Tagen genesen ist. Am 6.9. müssen immer noch 99,9911% aller nicht positiv getesteten Dresdner einen Mundschutz tragen. Am 6.9. ist seit 104 Tagen kein Dresdner an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus verstorben. Ups. Zack. Verstorben. Am 6.9. sind statistisch seit 7. März 2745 Menschen in Dresden an was auch immer verstorben, 10 davon an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus. Am 6.9. ist seit 75 Tagen kein Dresdner mit positivem Test auf das SARS-CoV-2-Virus ins Krankenhaus eingewiesen worden. Und bis zum 6.9. wurden insgesamt 0,132% aller Dresdner positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Ist das nicht der Wahnsinn? So, aus dieser Tabelle habe ich ein Diagramm gemacht. Dieses Diagramm zeigt die Neupositiven, die neuen Einweisungen und die aktuell positiv Getesteten. Sie sehen hier, die Spitze liegt am 2. April mit insgesamt, und es ist auch rechnerisch, 342 positiv Getesteten. Man hat die Testzahlen erhöht, zeige ich Ihnen gleich im nächsten Tabellenblatt, auf über 1 Million deutschlandweit. Für Dresden liegen die Zahlen wie gesagt nicht vor. Und Sie sehen, wir haben aktuell 50 positiv getestet am heutigen Tag.
Und jetzt kommen wir zu den Testzahlen des RKI, und zwar für die Kalenderwoche 35. Dort wurden 1,101 Millionen Tests gemeldet und davon waren 8.178 positiv. Das führt zu einer Quote von Testpositiven an allen Tests von 0,74%. Die Anzahl der Labore, hier oben ist übrigens die Quelle, es ist also das RKI, ganz offizielle Zahlen. Und hier habe ich die Kosten selbst ausgerechnet. Bis einschließlich Kalenderwoche 26 wurden also 59 Euro pro Test abgerechnet oder konnten abgerechnet werden mit den Krankenkassen und danach nur noch 39,40 Euro. Quelle dafür ist die Ärztezeitung. Ich halte die für seriös, muss man nicht, aber ich tue es mal. Und so ergeben sich also die wöchentlichen Kosten, die sich inzwischen auf insgesamt über 600 Millionen Euro aufsummiert haben. Hier oben übrigens gelb die jeweiligen Höchstwerte, man kann nach oben blättern, Höchstwert der positiv getesteten 36.000 in KW14 und die Quote 9,03%. Hier sind die anderen gelb hinterlegten, das mache ich also inzwischen seit Kalenderwoche 31. Das heißt, es gab inzwischen bis einschließlich Kalenderwoche 35 12,3 Millionen Tests, 282.600 positive Tests und insgesamt eine Quote von 2,28%. Das schließt auch die 9,03% aus der Kalenderwoche 14 mit ein. Was habe ich noch gemacht? Ich habe extrapoliert unter der Annahme einer Steigerung um 100.000 Tests pro Woche. Das beruht auf den letzten Steigerungen hier. Und einer Annahme von 0,75 positiven Rate. Und dann lande ich also für die 36. Woche, die heute zu Ende geht, bei voraussichtlich von mir angenommenen 1,2 Millionen Tests, 9.000 Testpositiven und für die 37. Kalenderwoche bei 1,3 Millionen Tests und 9.700 positiven Tests. Und dann würde die Quote also auf von 2,28% auf 2,02% sinken. Die Tests, die in der Zukunft noch liegen, belaufen sich dann auf knapp 100 Millionen Euro und insgesamt wären bis Ende Kalenderwoche 37 also 702 Millionen Euro für PCR-Tests ausgegeben worden. Das ist Zukunftsmusik. Man kann mich in der nächsten Kalenderwoche dann daran messen. Rechts habe ich Diagramme gemacht aus den Zahlen links. Und man sieht hier die Anzahl der Tests und wie viel davon positiv waren. Und die einzige Delle mit, ich glaube, 36.000 liegt also hier. Und ansonsten küsst die rote Linie die Nulllinie. Jetzt klicke ich mal rein. Man kann dieses Diagramm natürlich auch stauchen. Und dann würde es wesentlich dramatischer aussehen. Ich habe es bewusst langgezogen, damit ich nicht überdramatisiere. Na, zack, so. Und weil man im Verhältnis zu so vielen Tests und so vielen Testpositiven, der Unterschied ist so gewaltig, dass die rote Linie nicht wirklich sinnvoll erscheint, habe ich noch ein anderes Diagramm gemacht, wo nur die positiven Rate drin ist. Ich muss mal kurz husten. So, also nur die positiven Rate. Spitze liegt bei 9,03% in Kalenderwoche 14 und sie sinkt kontinuierlich ab mit einem kleinen Knick hier in Kalenderwoche 25. Erklärung dafür habe ich jetzt spontan nicht, ist aber auch nicht so relevant. Und trotz also 1,1 Millionen Tests in Kalenderwoche 35 sind nur 0,74% aller Tests positiv ausgefallen. Wie ich Ihnen schon dargelegt habe, liegt nach einem Ringtestversuchen die Fehlerquote der PCR-Tests bei bis zu 1,4%. Das ist fast das Doppelte von 0,74. Es liegt also im Bereich des Möglichen, dass sämtliche positiven Corona-Tests falsch positiv sind. Ich sage, es liegt im Bereich des Möglichen. Ja? Nicht, dass es so ist. So, ich habe die Testzahlen der verschiedenen Kalenderwochen in einer weiteren Tabelle zusammengetragen. Das fängt an mit der Meldung vom 5. August.
des Robert-Koch-Instituts und geht über den 12., 19., 26. August, 2. September, ist der aktuellste vom letzten Mittwoch. Und man sieht hier rechts, dass also ordentlich nachgemeldet wurde. Das ging in Kalenderwoche 32 auf über 60.000 Tests, die im Vergleich zu den Vorwochen noch nachgemeldet wurden. Über 16.000, dann 66.000 und die 159.000, die dürften Bullshit sein, weil es da noch keinen Vergleich gibt. Genau. So, also lösche ich wieder raus. Man kann an dieser Tabelle ebenso entnehmen, dass die positiven Quote in der Meldung vom 5. August bei 2,84% lag und dann kontinuierlich über 2,77, 2,60, 2,44 auf 2,28% gefallen ist. Mehr will ich dazu nicht sagen. Hier rechts geht es weiter mit Testzahlen RKI der Kalenderwoche 34, 33, 32, 31 und dann kommen wir zu den Risikogebieten nach Datum. Diese Zahlen sind ebenfalls vom RKI und ich habe sie reinkopiert in diese Tabelle, habe gelb markiert die Untergebiete in einem Land, also für Bulgarien sind es diese beiden, für Frankreich sind es diese. Und wenn ich die Tabelle ans Ende gehe, dann landen wir aktuell bei 135 Staaten, nicht Gebieten, sondern Staaten der Welt. Und es gibt laut UNO 196. Das sind also über zwei Drittel der Welt, fast ausschließlich außerhalb von Europa, die vom RKI als Risikogebiet eingestuft wurden. Was bedeutet, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, muss ich mich inzwischen verpflichtend testen lassen und muss mich, bis ein negatives Ergebnis vorliegt, in Quarantäne begeben. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die Testzahlen in die Höhe geschossen sind. So, das dazu. Können sich alles in Ruhe angucken. Und jetzt habe ich hier noch die Fall- und Todeszahlen weltweit. Angefangen habe ich am 26.8., am 30.8. habe ich nochmal eine Kopie gemacht und am 5.9., das war gestern die letzte. Hier oben ist die Quelle für meine Zahlen. Wikipedia, und zwar die englische. Eine Tabelle zu Covid-19 kann man anklicken und sich angucken. Und ich habe diese Zahlen korrigieren müssen, weil in der Regel die Null hinten weggefallen ist. Das heißt, es könnte ein einzelner Fehler noch drin sein. Sie sehen hier weltweit 26,622 Millionen Fälle. Davon 874.708 Verstorbene. Und das habe ich dann selber ausgerechnet, macht eine Quote von 3,29% weltweit. Ich habe hier nach Anzahl der Tests oder ja der Fälle sortiert, absteigend. Die USA mit 6,3 Millionen Tests und 190.000 Toten haben eine Quote von 3%. Brasilien mit 4,1 Millionen Tests und 125.000 Toten eine Quote von 3,07. Und Deutschland mit 250.000 Tests, das ist etwas mehr als das RKI selber vermeldet, und 9.400 Toten, auch diese Zahl ist höher als die vom RKI, lande ich bei einer Sterbequote an den Getesteten bei 3,75%. Damit will ich das Video schließen. Ich werde diese Tabellen, dieses Google Sheet unter dem Video verlinken. Und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Erkenntnisse. Pfirzi, Herr Palmer. Jetzt habe ich doch tatsächlich was vergessen. Und zwar das DIVI-Intensivregister, auch offizielle Quelle des RKI. Hier sehen Sie, lieber Herr Boris Palmer, die aktuellen Fälle von Covid-19, aktuell in Behandlung. In Deutschland 216, davon werden aktuell invasiv beatmet 126, was einer Quote von 58,33% entspricht. Sie sehen, wie viele Intensivbetten insgesamt aktuell belegt sind, wie viel frei sind und die Gesamtzahl aktuell betreibbarer Intensivbetten. Ihr Bundesland, in dem Sie Oberbürgermeister sind, hat aktuell 28 Covid-19-Fälle in Behandlung und davon werden 12% invasiv beatmet. Das heißt, sie haben wohl einen Tubus im Rachen und nicht nur eine Sauerstoffmaske auf dem Gesicht. In Sachsen, wo ich inzwischen lebe, sind 6 Fälle und davon werden 4 invasiv beatmet.
Das noch als kleiner Nachtrag. Stand ist der 6.9. 16 Uhr. Und jetzt drücke ich mal auf Aktualisieren, ob da schon neuere Zahlen vorliegen. Ding, dang, dong. Bup. 216. Ich glaube, eben waren es noch 219. Jetzt sind wir bei 17 Uhr. Und damit will ich das Video nun endgültig beenden. Um 17 Uhr und 16.